Herr Schobol, es ist was Furchtbares passiert. Ich bin der Micha. Ich bin hier bei meiner Omi zu Hause und ich wollte sie besuchen, aber ich finde sie nicht. Sie ist verschwunden und ich weiß, Sie sind der beste Detektiv, der aufs Finden von Oma spezialisiert ist. Bitte helfen Sie mir. Hallo Micha, Schobul hier. Ich bin gerade auf Mission in Südamerika, deswegen kann ich nicht persönlich zu dir kommen. Aber ich denke, ich kann auch von hier aus helfen, deine Omi zu finden. Ich brauche nur ein paar Informationen. Erstens, was hat deine Omi zuletzt gegessen? Zweitens, mit wem hat sie als letztes telefoniert? Und drittens, was ist ihre Lieblingssendung im Fernsehen? Bring mir schnell die Informationen und melde dich jederzeit wieder. Bis bald! Hallo Schorbol, danke, dass du dich meldest und mir helfen willst. Ich bin echt verzweifelt. Also, meine Oma hat zuletzt den Holunder-Schmandkuchen meines Opas gegessen. Und dann hat sie mit einem ihrer Söhne telefoniert, aber ich weiß nicht mit welchem. Entweder Karl Bordeaux oder Giovanni Giorgio. Und ihre Lieblingssendung ist natürlich der Bergdoktor. Also, ich hoffe, du kannst mir helfen. Und pass auf, in Afrika, lass dich nicht von den Löwen fressen. Tschüss. Hallo Micha, gut, dass du dich gemeldet hast. Also das ist schon mal sehr hilfreich. Der Bergdoktor, der kommt ja immer donnerstags. Der kann es nicht gewesen sein. Und Holunder-Schmandkuchen? Ja, mit frischem Holunder oder mit Sirup? Das weiß ich jetzt nicht so genau. Das könnte nochmal wichtig werden. Und was mir aber auffällt, deine Oma hat zwei Söhne. Giovanni Giorgio ist Italiener und Karl Bordeaux Franzose. Und ist einer davon dein Vater? Vielleicht haben wir eine Spur. Also der Kuchen ist definitiv mit frischem Holunder, das weiß ich. Also, meine Oma hat mich nicht so richtig aufgeklärt über meine Familienverhältnisse. Ich dachte, es wären beides meine Onkels. Aber bei uns auf dem Dorf ist sowieso alles eine große Familie. Aber in letzter Zeit habe ich Giovanni Giorgio schon verdächtig um die Häuser schleichen sehen. Vielleicht steckt da irgendwas dahinter. Vielleicht kannst du da nachforschen. Micha, ich habe nicht viel Zeit, aber ich habe ein paar Kontakte spielen lassen und konnte ein bisschen was rausfinden. Also, der Giovanni, da stimmt was nicht. Check mal deine Familienaufzeichnungen, aber ich glaube, der ist gar nicht der Bruder vom Karl. Außerdem hat er seit neuestem so ein paar Posts im Internet gemacht. Der ist in so einem Holunderforum aktiv. Das ist nicht ganz koscher. Also vielleicht hängt er richtig tief drin. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Du musst mal selber nachgucken. Check mal euren Stammbaum und so. Ich muss weiter. Schobel, du hast recht. Irgendwas stimmt da nicht mit diesem Giovanni. Also, mir war auch zum Beispiel dieses Foto von uns immer suspekt. Und seit neuestem behauptet mein Opa Giovanni wäre sein Enkel und er habe ihn über Holunder ausgequetscht. Irgendwas ist da schief. Bitte, bitte hilf mir schnell! Micha, es tut mir total leid, aber ich hatte so Bock auf Holunderschmandtorte durch deine ganzen Berichte. Ich habe mir den Magen verdorben. Ich sitze hier auf dem Pott und das war's. Ich kann nicht mehr weitermachen. Du musst das alleine schaffen. Es tut mir leid. Ich hoffe, du findest deine Oma. Ich wünsche dir alles Gute und da ist ein Löwe. Fuck. Was macht hier ein Löwe auf der Toilette? Da ist ein scheiß Löwe auf der Toilette. Du, Schabul. Oh, alles gut. Ich habe meine Oma gefunden. Sie hat hier unterm Holunderstrauch geschlafen. Sie hat sogar noch ein Stück Kuchen in der Hand. Ist wohl dabei beim Naschen eingeschlafen. Ja, ich hoffe bei dir mit dem Löwen, das ist alles gut. Ich hoffe, der will nur spielen. Ja, wenn meine Omi aufwacht, dann machen wir uns einen schönen Tag und schauen noch ein bisschen fern. Ne, Omi? Omi?